Okay, Resolution, Overall Quality, Custom, Pixel Quality, Render Distance. Das lassen wir erstmal. Ambient Occlusion. Lassen wir an. Sound. Master Volume machen wir mal auf 50. Ich glaube, das ist sehr laut. Die Sensitivität ist ein bisschen zu groß. Das habe ich gerade schon bemerkt. Lassen wir das mal auf 30 und gucken dann. Enabled, Listen, Talk, Mic Volume, Ducking. Was ist denn Push to Talk? Ah, hier, Controls, Generic. Open Menu, Escape, Start Chat, Return. Warte mal, Return, was ist denn Return, Mann? Ach so, da oben der Pfeil. Kann man das nicht ändern? Wow. Okay, Inventory Tab. Das muss ich erstmal wissen. Proximity Voice Chat. Numpad 4 Mittelmaus. Okay, Mittelmaus. Gut. Player. WAF. Bla bla bla. Okay. Na dann. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Aber warte mal, wie war denn jetzt First Person? Oh, da hinten läuft doch einer. Ohne Witz, da hinten läuft einer. Aber warte mal, wie ist First Person? First Person, First Person. Jetzt kommt der Typ. Yo, Dude, chill. Chill, man. Wie gehe ich in... Warte mal. Wie geht das, Leute? Ich weiß nicht, wie man in die First Person kommt. Boxen wir den Typ mal, der uns... Wo ist denn der? Ist der weg, oder was? Und wie nehme ich meine Waffen runter? Steuerung, Alt. Leertaste auch nicht. Irgendwie muss man doch seine Fäuste runternehmen. T. V. Ach, ich glaube, ach, auf V nimmt man die Waffen runter. T geht nicht. Ich glaube, das ist ein Hardcore-Server. Da geht das, glaube ich, nicht. Okay, ich gehe mal da lang. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss, Leute. So, es ist morgens. 11 Uhr, bevor ich reinkomme. Wir sind gerade im Livestream. Ich mache aber auch meine Aufnahme jetzt gerade für YouTube, um nachher einen ersten Part hochzustellen. Also das bedeutet, ich mache beide. Ich nehme mit Dextory auf, ich streame mit OBS. Meine FPS sind aber ganz gut. Ich habe gerade 50, obwohl ich Livestreame und aufnehme. Das ist okay. Und ja, Third-Person-T geht nicht, weil ich glaube, ich bin auf einem Hardcore-Server, der nur First-Person hat. Kann man ein Reh kaputt schlagen? Wartet mal. Wir brauchen auf jeden Fall auch ein bisschen Fleisch. Oh, das arme Ding. Bambi. Attack Bambi. Fucking Bambi. Deine Mutter hat mich auch schon getötet. Damals als Jäger. Oh Gott, ich fühle mich... Guckt euch den an. Wie als ob er mit mir spielt. Ja, komm. Komm, mein Kleiner. Komm, Bambi. Oh, keine Lust mehr zu spielen. Okay, wir... Krauchen uns hin und geben dir nochmal einen auf den Kopf. Kopf auch nochmal. So. Die führen meist zu Städte. Echt? Rehe? Rehe führen zu Städte? Wo ist denn da die Logik? Die müssen doch eher abhauen vor Städten. Wir laufen einfach mal hier lang. Warte mal, jetzt noch ein Bambi. Die Dinger wehren sich nicht. Die Dinger sind völlig wehrlos. Guckt euch das an. Die rennen noch nicht mal weg. Guck mal, wie er mich einfach anguckt. So, ey, Bro. Ey, Bro. So, guck dich an. Alles klar bei dir, Mann? Warum schlägst du mich? Bist du bekloppt? Oder ich mach einfach weiter. Weil das ist H1Z1. Die Welt hier ist ungerecht. Nur der Stärkste überlebt. K ist Kamerasicht, glaube ich. Ne, leider nicht. Leider nicht. Ich glaube, ich spiele auf dem First-Person-Server. Ach, die Straße. Ich dachte, das wäre ein... Das ist eine Straße. Ich dachte, das wäre ein Fluss. Ich streuche an E drücken zum Beeren sammeln. Mal gucken wir mal kurz in unser Inventar, ja? Bundle of Ghosts. Oder was auch immer. Flare. Oh, eine Flare ist gut. Head, bla bla bla. Immerhin haben wir schon ein paar Sachen. Event-Ticket. Ach so, nee, das ist für, ja, okay, ich weiß schon. Beeren sammeln. Blackberry. Oh, Blackberry. Kann man die denn essen? Ach, der Strauch ist weg, wenn ich das mache? Ach jo, der ganze Strauch verschwindet.
Blackberry Branch sogar. Ein Ast haben wir jetzt. Naja, ist doch keine Straße. Hey, bis Antinov. Hallo alle Leute, die zugucken. Ja, guck mal, der macht die ganzen... Also mit E nimmt man die Beeren, aber der nimmt die ganzen Beeren auf. So direkt, ne? Okay, und jetzt haben wir einen Stock. Kann man einen Stock als Waffe nehmen? Secondary, Tertiary. Yo, kann man. Ein Stock ist, denke ich mal, besser, ne? Ja. Ich kann den Stock nicht runternehmen, aber... Ne, wir nehmen jetzt mal die Waffen. Die Hände, die können wir runternehmen. Wir nehmen einen Stock, wenn uns einer anmacht. ich glaube, ich gehe über den Fluss irgendwie... Irgendwie sieht das aus, als wäre es da besser. Ich glaube, ich gehe mal dahin. Wie sieht es denn unter Wasser aus eigentlich? Kann ich nicht gucken. Ich setze mich gerade nur hin. Okay. Scheiß drauf. Warte mal, stehe ich jetzt? So, so. Ich glaube, dass es hier richtig ist. T-Shirt verarbeiten, dann kannst du mit den Sticks einen Bogen bauen. Das T-Shirt verarbeiten. Mit Shred? Aber wie? Aber mir fehlen Pfeile und so. Hey, wir machen das noch alles irgendwann. Auf jeden Fall dreht man sich auch mit Alt um, aber die Sicht ist nicht gerade wirklich gut. Also das FOV, FOV ist ein bisschen gering. Ah. Trollgott, der Kaffee. Oh, guck dich das an. Da oben. Wo wie er da steht, das sieht gruselig. Ist das ein Zombie? Wir nehmen lieber einen Stock, ne? Oh mein Gott, unser erster Zombie. Wir hauen ihm einen auf den Latz. Guck, der macht noch nicht mal was. Ja, dann hast du davon. Und kann man irgendwas mit denen machen so? Wow, 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 wow. Der Typ steht wieder auf. Was er denkt so. Stirbt er auch? Oh, guck mal, der greift mich gar nicht an. Ist der jetzt tot? Wie oft stehen denn so Zombies auf? Ich würde gerne mal draufhauen. Geht nicht. Der setzt sich einfach mal gechillt an den Zombie. Dunkel trostlos ist das hier, aber ich finde, das hat eine gewisse Atmosphäre so. Das dunkle Trostlose finde ich gar nicht schlimm bei dem Spiel. Ich finde, zu einer Zombie-Apokalypse kann das ruhig passen. Aber wir sind mal gespannt, wie so Städte aussehen und so. Warte mal, wir können an dem Bambi mal gucken, ob der Stock auch wirklich... Aber warte mal, die können auch kaputt gehen, ne? Durability. Ja, die geht runter. Die Durability geht runter, je nachdem, was man schlägt, schätze ich mal. Wir testen mal jetzt direkt hier ran, wie stark der Ast ist, weil... ja, ich habe schon die Fäuste ausprobiert. Mal gucken, was stärker ist. Ist gar nicht viel stärker. Vielleicht ein kleines bisschen. Oh, da tut mir ja irgendwie leid, was ich hier mache. Aber ey, für die Wissenschaft. Hey Onkel, Third Person gibt's nicht. Ich bin auf einem Hardcore-Server oder so. Zombies sind verbuggt, die greifen noch nicht an. Echt? Ich habe Livestreams gesehen von den Entwicklern. Da haben die Zombies angegriffen. Ist ja voll doof, wenn die das noch nicht machen. Aber hey... Nicht so wild. Es gibt ja wahrscheinlich genug andere Gegner hier auch. Kann ich im Fluss trinken? Wie sieht es eigentlich mit Essen trinken aus so? Black Jeans hier, das ist, glaube ich, das Platz, den wir haben. Crafting, Bandage, Campfire, Metal Bar. Okay, und auf Hardcore verlieren wir das, ne? Die, unsere Rezepte so gesehen. Ich bin auf einem Hardcore-Server, der Permadeath hat. Das bedeutet, wenn man sich eine Base baut... Man stirbt, ist die Base auf und alle Leute können da rein und die übernehmen. Und Crafting-Rezepte, die ihr rausgefunden habt, verliert euer Charakter auch. Auf dem Regular-Server, die mit Third Person und so, da ist das nicht so. Da ist das so, dass, wenn ihr dann stirbt, so, dann habt ihr die Sache noch. Jo, wie viel hält der denn aus? Alter, das ist ja ganz schön brutal, guck ich mal das ganze Blut. Ja, der Hase, mega OP. Hase hält mehr aus als alles andere. Die Zombies greifen an. Kann passieren, dass die erst nicht angreifen, dann plötzlich angreifen. Wenn sie nicht verfolgen, sind sie extrem hartnäckig. Gut zu wissen. Danke.
Wunderschönen guten Morgen. Ja, wir rennen hier lang. Ich weiß ja nicht, wo ich lang muss, ne? Ich kenne die Map überhaupt nicht. Wie auch? Gibt es überhaupt eine Online-Map oder so? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier leider nicht Daisy Chernarus. Das heißt, ich habe kein... Oh, da ist eine Art Brücke. Ich habe keinen Plan, wo ich bin. Brücken führen immer in eine Art Dorf oder Stadt, oder? Wir gehen mal, wir nehmen die Brücke. Grafik geht aber. Ich hätte... Also der Nebel ist okay. Ich habe in den Publisher-Streams immer gesehen, dass bei den Streams so ein, das Bild so richtig grau war. Hier ist Blut. Hier ist Blut. Ich komme hier nicht hoch. Und ja, ich dachte, das wäre die ganze Zeit so, aber wahrscheinlich haben die das doch noch gefixt zum Release, zum Glück. Weil der Nebel, der war echt doof, muss ich ganz ehrlich zugeben. Oh. Hey, das ist eine scheiß Zombie-Apokalypse. Wir töten die Zombies, muss man. Das sehe ich als meine Pflicht an. Als Überlebender der menschlichen Rasse. Diese Dinger zu töten. Jo, wie er davor knallt, geil. Lebt der noch? Der eine ist... Oh, und weg ist er. Der eine ist ja wieder aufgestanden, deswegen immer vorsichtig sein. Schade, dass die noch nicht so rumlaufen. Aber ich denke mal, das wird noch. Das ist halt noch ganz, ganz frühes Early Access, dieses Spiel. Das muss man sich immer vor Augen halten. Beim Release-Tag konnte man das Spiel nicht starten, beziehungsweise 99% der Leute konnten das Spiel nicht starten. Jetzt geht's, aber es ist noch Early Access-Status, also da hinten ist eine Stadt, geil. DayZ ist auf jeden Fall weiterentwickelt als dieses Spiel noch. Ich bin mal gespannt. Also ich muss sagen, im Moment geht es, also ich bin nicht negativ überrascht, muss ich sagen, bis auf die Wartezeiten gestern. Aber so das Gameplay an sich, das fühlt sich nicht schlecht an, muss ich sagen. Boah, was ist denn da? Ist das so eine Art Militärbasis? Das wäre ja krass. Die Zombies sind sehr schnell, ja. Die können einem richtig schnell hinterher... Die können richtig schnell hinterher rennen, ne? Das weiß ich wohl auch. Ich weiß nicht, haben wir Ausdauer? Ich renne die ganze Zeit. Oh, der hat nur noch 200... Oh. Hydration... Stamina, Health. Hey, wir haben doch noch gar kein Leben verloren. Aber unsere Stamina ist relativ weit unten. Vielleicht sollte man nicht die ganze Zeit rennen. Obwohl, die ist nicht relativ weit unten. Eigentlich geht das noch. Warte mal, wir gehen mal hier hin. Das sieht richtig gut aus. Sterbe ich, wenn ich einen Berg runter... Ich gehe vorsichtig. Hier sind locker 1 Million Bucks noch in dem Spiel. Stopp. Wisst ihr was, Leute? Da steht zwar Stopp, aber... Fuck the police. Energy, 49%. Die steht da unten links. Ich dachte erst, das wäre so eine Art Batterie. Warte, wir gehen hier rein. Hier muss irgendwas Gutes sein. Ich höre langsam Vögelgezwitscher. Ich glaube, es wird heller. Da! Da ist was. Ey, kann man sich nicht... Ey, der setzt sich immer nur hin, ne? Der soll mal aufhören damit. Kann man sich nicht einfach ducken? Empty Bottle. Scheiße, empty. Hab ich die denn? Ja. Und was ist das hier? Bulk. Ach so, wie viel Platz das wegnimmt. Was, ey? 50? Aber okay, wir haben auch noch Platz im Shirt. Empty Bottle, mega übertrieben. Kann ich die auffüllen am... Oh, ein Hammer. Warte mal, wir tun die Secondary weg. Wir nehmen den Hammer als Secondary. Wie viel Durability hat denn der? 760. Und der? 720. Wir tun die Stöcker weg. Ich behalte meinen Hammer. Boah, was ist das hier? Ein Pipe? Can be used to create barrels for variety of guns. Okay, damit können wir also Waffen später craften. Nice. Okay, ich habe keinen Platz. Wir werden erstmal... Es wird hell. Wir werden erstmal eine Waffe suchen jetzt. Hier kann man, glaube ich, nach Scrap Metal suchen, ja? Nichts drin. Ich dachte, ich hätte was gehört. Nicht vergessen, Leute, ich bin auf dem PvP-Server. Das bedeutet... Yo, kann ich hier drüber? Das sieht giftig aus. Verliere ich Leben hier?
Ich glaube, ich verliere keine Leben hier. Ne, geht. Ich muss nur, wir nehmen mal den Hammer. Ich muss was zu essen finden. Wow. Das ging jetzt aber spät an. Ich bekam schon Angst. Ne, düstere Stimmung ist nicht schlecht. Ich muss auch sagen, das Spiel sieht gar nicht so schlecht aus, wie alle sagen. Ich habe immer gehört, oh, das Spiel hat richtig schlechte Grafik. Ich finde, das ist vollkommen okay. Und ihr müsst überlegen, mit richtig schlechter Grafik. Oh, Essen. Mom's Pink Salmon. Kein Space. Okay, wir tun Pipe weg. Ihr müsst ja immer dran denken, mit guter Grafik wird natürlich... You have no space for that? Kann ich das nicht einfach so essen eigentlich? Warte mal, wir tun die Sachen erstmal weg. So, jetzt haben wir es. Wie esse ich das? A small amount of energy. Eat. 37. 30%. Ist gar nicht so small. Okay, hat sich doch schon gelohnt. Auch wenn es hier nur eine Dose... Bitte, das ist doch bestimmt eine Kiste, die man... Eine Waffe. 1911. Hey, die kennen wir doch noch aus... krass. Die kennen wir doch noch aus... DayZ, ich habe nur keine Muni. Yo, kann man nicht zielen? Ah, doch. Man muss rechtsklick gedrückt halten. Ah. Okay. Wir hauen das Thema auf. Geht das nicht? Das geht, glaube ich, nicht. Wie? Warte mal, ich muss mal gucken. Man kann sich doch bestimmt irgendwie hinhocken, ne? Controls. Player Crouch C. Habe ich gemacht, aber da setzt er sich doch nur doof hin mit C. Ne, anscheinend kann man die nicht öffnen. Schade. Anscheinend geht das nicht. Ich dachte, es geht. Okay, wir haben hier mein Essen gefunden. Das ist doch nicht schlecht. Und eine Waffe. Nimmt die dieselbe Muni wie Dingens? Also... 45er ACP, ja, ist natürlich klar, ist ja realistisch. Okay, müssen wir die 45er ACP finden. Eine Waffe zu haben, ist schon nicht schlecht hier, glaube ich. Grafisch nicht so überragend. Ey, ich finde, es ist grafisch, aber auch nicht schlecht. Wenn ich ehrlich bin. Ich finde, ein Zombie-Survival-Game muss nicht die beste Grafik haben. Vor allen Dingen nicht, wenn es Open World ist mit einer großen Spielwelt und vielen Sachen zu rendern. Da geht das nur mega auf die FPS. Ich finde es gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das Spiel macht sich. Ich glaube, das Spiel... es hat Potenzial. Also ich habe schon Spiele gespielt, da war ich in den ersten Minuten drin und dachte mir, oh Gott, was ein Scheiß. Aber, oh warte mal, wir testen jetzt mal direkt, wie stark der Hammer ist. Zwei, drei... Ah, ein bisschen stärker auf jeden Fall. Ja, Woodzocker. Das stimmt. Rechtsklick gedrückt halten hat auch seine Vorteile, ja. Hat Vor- und Nachteile, je nachdem, wie man es gewohnt ist. Ich würde gerne Munition finden. Munition wäre super. Munition ist wahrscheinlich sehr selten, ne? Wenn das so wäre, fände ich das nicht schlecht, weil... In DayZ haben zu viele Leute gute Waffen. Wisst ihr, was ich meine so? Das ist doch eigentlich geiler, wenn man sich kleinere Waffen craften muss oder nur so mit Melee. Also hat auch was. Nicht nur... Die Waffe ist doch locker besser. Gib mir das. Gib mir die Handaxt hier, die Forest-Axt. Hallo? No space. Tun wir erstmal einen Hammer weg? Ey, wie viel Platz nimmt denn bitte die... Wie viel Platz nimmt denn die Hatchet hier weg? Ich kann die nicht nehmen. Kann man die nicht ins Inventar ziehen? Ah, doch. So, jetzt habe ich die Headshot. Die ist bestimmt besser, oder? Wir können Hammer nochmal in unsere Dingens tun. Okay. Ich glaube, die müsste stärker sein, wenn ich mich nicht irre. Morgen. Ja, sind ein paar Leute wach. Ich wundere mich auch. Aber da das meine einzige Zeit ist, wo ich jetzt nochmal dazu komme, das Stream aufzunehmen, muss ich das morgens machen. Vor allen Dingen hoffe ich, dass ich
noch dazu kommen, die Folge dann zu rendern und hochzuladen. Ach, Moment, hier waren wir schon drin. Wir gucken nochmal da oben. Oder waren wir hier drin? Keine Ahnung, sieht doch fast alles gleich aus. Kann man hier reingucken? Nein. Ich würde ja auch gerne mal jemanden kennenlernen, mit dem man rumlaufen kann. Das Ding ist, ich bin auf dem PvP-Server, nicht PvE. Dementsprechend finden wir nicht... Oh, ein Auto! Dementsprechend finden wir nicht unbedingt nette Leute. Ja, das kann man doch locker fahren, oder? Yo! Wir haben ein Auto! Vehicle parts may be required. Press I. Battery. Okay, wir brauchen eine Autobatterie. Und wie gehe ich hier raus? So, gut. Okay, wir müssen also eine Autobatterie finden, ja? Vielleicht ist in dem Auto eine drin. Das wäre es ja jetzt. Autobatterie? Nichts drin. Schade. Geht das kaputt? Oh wow, Half-Life, Leute. Half-Life 3. Half-Life 3 confirmed. Das ist fucking Half-Life 3, was wir zocken. Und da sind nochmal Mums Spaghetti. Sehr gut. Es ist zwar nichts in den Kisten drin, aber dazwischen. You have no space for that. Ey, immer dieses Space, ne? Ach komm, wir werfen den Hammer weg. So gut war der nicht. Ich hab die Axt. Geil. Können wir direkt essen. Und wie viel geht's hoch? Von 46 auf... Boah, 40%. Sehr gut. Wir müssen aber auch was zu trinken finden. Können wir einfach unsere, können wir einfach unsere Flasche an Seen auffüllen? Müsste doch theoretisch gehen, oder? Meint ihr, hier ist auch was hinter? Ah, hier kann man auf jeden Fall so einen Wooden Plank nehmen, aber wofür brauche ich jetzt einen Wooden Plank? Ich kann jetzt schlecht was craften. Ich will Munition erstmal. Craften. Craften. Toll. Gehen die auch kaputt? Aber ich will meine Axt nicht kaputt machen. Durability ist nicht mehr so hoch. Wir probieren das aber nochmal, so eine Riesenkiste kaputt. Geht auch. Wir probieren das aus. Vielleicht ist hier ja was Krasses drin. Da war eine, neben der Chili-Dose. Ich habe eine Flasche. Nur die sind leer. Ich habe zwei empty Bottles. Wobei ich brauche noch nicht mal zwei, ne? Die ist doch auch leer. Ja. Ich fülle die mal auf am Wasser. Ich brauche noch nicht mal zwei Flaschen. Ah, ich dachte, das wäre eine Tür. Geht das kaputt? Wo kann man denn hier durch? Außenrum. Ich glaube, ich brauche nicht mal zwei Flaschen, oder? Man kann auch eigentlich... Eigentlich müsste eine reichen. Wow, wow, wow. Und die füllt man dann einfach immer wieder auf. Das ist ein Zombie. Aber wir lassen den mal da stehen. Man kann sich nicht wirklich weit umsehen, ne? Sehen wir das von Daisy? Guck mal, nur so weit kann ich nach links und rechts gucken. Man kann gar nicht nach hinten gucken in First Person. Hardcore. Wie krass ist das denn, ey? Dreckiges Wasser tötet. Also. Okay. Wir wissen dank Chat, dass dreckiges Wasser tötet. Warte, wir versuchen mal ein Tier auszuweiden, wenn das geht. Oh, das tut mir immer so leid. Wir sind quasi Bambi-Killer. Wenn... Ach, jetzt haben wir das schon. This meat is raw and must be cooked. Dann machen wir das. Aber wir müssen erstmal ein Feuer machen. Aber wir haben bei Recipe Campfire. Zwei Woodlocks. Können wir wahrscheinlich einfach einen Baum fällen, oder? Brauchen wir kein Feuer dafür? It can be set on fire by hitting it with a torch. Nein, or igniting it with it. Okay, wir haben leider nichts. Wir haben nichts, um Feuer zu machen. Aber wir finden gleich bestimmt was. Also Essen ist nicht so schlimm. Wir brauchen gleich nur Wasser. Oh, eine Karte. Charlie bit me. Heading west to Cranberry with Roland Mitch. Yo, das ist ein Easter Egg. Kennt ihr das Video auf YouTube? Charlie bit me. Charlie bit my finger. Not safe. Matt. Mit hier. Bringing batteries. Das ist cool, sowas. Cool wäre auch so eine Walking Dead Easter Egg jetzt, ne? Mit, wie hieß das nochmal? Diese Stadt, diese sichere Safe Zone. Terminus. Ja. Das wäre auch ganz nice. Okay. In den Lagerräumen habe ich irgendwie kein Glück. Oh, wieder Mums Spaghetti. Ich höre Schritte. Yo, ist hier einer oder was?
Oh oh. Okay, PvP-Server. Sollen wir mal hingehen? Oh, der rennt weg. Hey, Dude. Oh, der ist weggerannt. Bitzen. Vielen Dank, Mann. Weil du heute auch streamst. Vielen Dank, mein Freund. Du musst jedes Item in Discovery ziehen, dann lernst du Crafting. Die Items gehen dadurch nicht verloren. Ah. There are two recipes to find. Add more components to begin with it. Empty water bottle. Das hier. Kein. Okay. Warte mal, was ist das? Kann man das auch aufheben? Wir müssen nur aufpassen, dass nicht der Typ gleich von hinten kommt und uns umboxt. So, wir gehen die Straße lang. Straßen sind doch immer gut, oder? Da ist so eine Art Gemüsebeet. Oder ein Lauchbeet. Schade, dass wir keine Autobatterie gefunden haben, ne? Hey, ich kann auch kein Fazit machen. Ich spiele das Spiel gerade 20 Minuten. Das ist noch zu früh für ein Fazit. Ich muss noch viel mehr sehen. Ja, wie? Du gibst mir kein Fleisch oder was? Oder liegt das daran, dass mein Inventar voll ist? Ey, Hydration ist auf jeden Fall bei mir richtig low. Wo findet man denn überall Wasser? Moin Manolito. Und Vegeta, hi. Auf jeden Fall, am Fluss. Nur kann man Wasser am Fluss trinken. Schnaddi! 5 Euro. Mal aus dem Hintergrund, während der Arbeit, eine kleine Spende an die schöne Stimme überreichen. LG Schnaddi, hey. Vielen Dank, Schnaddi, Mann. Danke, sehr großzügig. Willkommen. Viel Spaß bei der Arbeit. Ja, wir suchen eine Art Fluss, füllen unsere Flasche auf und dann müssen wir das wahrscheinlich. Aus Stöcken bekommst du Pfeile. Ich hatte schon Stöcke. Das Ding ist. Oh, ein Wolf. Das Ding ist, ja, was bringen mir Pfeile, wenn ich keinen Bogen hab, so? Und ich hab ne Pistole. Ach, ich dachte, da steht einer, ist das nur ein Schild. Und ich hab ja ne 1911. Ja, Dirty Wasser abkochen, das stimmt. Ich brauche nur was, um Wasser zu machen. My Muse is a bitch. Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich glaube, das Spiel hat Potenzial. Ich glaube schon. So, hier muss ein Fluss sein. Das ist doch ein Fluss. Ist das Wasser dreckig, was aus Flüssen kommt? Vermutlich, oder? Oh, guck mal, da ist einer. Hallo! Ach, komm. Man, stop, stop. Come on. I've got nothing, man. Okay, Why are dude. you trying to hit me? Ich kann gar nicht reden. Dude, okay. If you join me, I will let you live. Sorry, I thought this is PvP and everyone is just killing each other. Okay, follow me if you want. Oh, I've already been up there, man. Yeah. It's looted all the way up there. Yeah. Yeah, I met two people and they tried to kill me both, so I thought, this is just. Were they in a police car? I hear something, man. Sounds like a plane. Ja, ich weiß mittlere Maustaste. Ich habe vorhin noch mittlere Maustaste gedrückt, aber. Oh, der kommt nicht mit. Ich lasse ihn leben. Hat man davon? Ich weiß, dass ich reden kann mittlere Maustaste, das habe ich schon gemacht, aber das hat gerade nicht funktioniert irgendwie. Kann man. Hat man was davon, Menschen zu töten so? Bringt denn was in gewisser Weise was? Außer jetzt das Gear. Ey, ohne Scheiß, was ist das für ein Geräusch? Eine Airplane gekauft. Man kann sich eine Airplane kaufen. Ist das mit kaufen? Oder was? Hey, Moinsen, Miri. So. Nicht, dass der Typ jetzt kommt. Ich komme nicht. Da, jetzt, so geht's. Nix drin. Fuck. Hier gibt's aber auch nur Scheiße. Oh, wie viele Zombies da sind. Okay, wie. Okay. Wir laufen mal außen rum, ja? Ich glaube, das sind ein bisschen viele. Die greifen uns sogar an. Die Zombies sind nicht verbuggt, weil die laufen rum. Boah, vielleicht geduckt laufen oder so?
Guck mal, was macht der denn? Läuft der da so doof lang, der Zombie? Ich weiß ja nicht, wie der Radius ist, wie die... Oh, shit. Ich weiß ja nicht, wie der Radius ist, wie die einen so sehen. Okay, Waffe raus. Aber wir hauen erstmal... Oh mein Gott, was ist denn hier los? Da ist einer. Da ist einer drin. Die Aggron. Sollen wir dem helfen, dem Typ da drin? Ja, hier drin sieht es aus, als würde man Muni finden. Bei mir finden wir... Nicht, dass wir jetzt gleich gefangen... Oh, shit. Ha? Hey, Freunde. Ich schaue hier nur mal so rein. Ah, doch, die sind verbuggt. Die machen gar nichts. Geil. Können wir denn irgendwie... Ist hier Wasser? Guck mal, ein paar rennen so rum. Hi. Hi, mein Freund. Ich suche nur Wasser. Aber das sind viele Zombies. Ich glaube, ganz ehrlich, man hätte Probleme, wenn die an alle aggron. Boah, aber wo bin ich denn hier gelandet? Ja, es ist ja richtig doof, wenn die eigentlich aggron. Ich habe Beeren. Kann ich die auch einfach essen so? Fuck, ich brauche unbedingt Wasser, ey. 17%. Ich brauche unbedingt Wasser. Shit. Aber ich finde ja nur dreckiges Wasser, wenn es nur Seen gibt. Warte mal, kann man hier raus trinken? Komm, das müsste doch eigentlich gehen. Von mir aus trink auch aus der Toilette. Will er nicht. Schade. Ja, wo kann man überall trinken? Hier muss doch irgendwie Wasser gelagert sein. Das ist doch ein... Das ist doch ein scheiß Supermarkt oder so hier. Ich krieg die Krise. Hier ist einfach kein Wasser. Man kriegt nur so Planks, ne? Yo, die ist einfach direkt wieder da. Fuck. Wasser, Leute. Was ist hier? Search Desk. Boah, und Refrigerator. Der Desk ist nicht drin. Ey, im Refrigerator, im Kühlschrank muss doch wohl was zu trinken sein. Ey, das ist schon alles leer gelootet hier. File Cabinet. Auch nichts drin. Auch nichts drin. Oh oh. Hey man. Don't. I'm friendly. You wanna team up, man? Oh, da hat eine Pistole. Yo, don't shoot, I'm friendly. You wanna team up? Yeah, still, don't try to kill me then. Ist der tot? Ich kann nicht mehr schlagen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich kann nicht mehr schlagen. Ich schwöre, ich kann nicht mehr schlagen. Ich kann nicht mehr schlagen. Yo, ich konnte nicht mehr schlagen. Ich konnte nicht mehr schlagen, es ging nicht. Respawn, ich weiß nicht, was das war. Ich hab gedrückt, ging nicht. Naja, ist halt natürlich ein bisschen verbuggt. Der Typ hätte ja keine Chance gegen uns haben müssen. Oder dürfen. Mit einer Waffe. Fuck. Ich konnte einfach nicht schlagen. Ja, die Axt war kaputt. Ach so. Ah. Ja, guck, das Ding ist, das ist Early Access. Das Spiel wird später umsonst, okay? Also das Spiel wird später kostenlos sein. Das Ding ist, wenn ihr das jetzt kauft, dann macht ihr das, um die Leute halt auch zu unterstützen, okay? Also wenn ihr denkt, das lohnt sich nicht und ihr wollt das nicht machen, dann kauft es nicht. Also der dafür Geld ausgibt, der weiß, was er tut, ne? Da steht überall Early Access, also, ja. Ich sag mal so, ist eure Entscheidung, ob ihr das kauft. Ich bin zwar auch nicht so der Fan von diesen Early Access-Verkaufsspielen und so, aber, ja, es lohnt sich angeblich schon für die ganzen Firmen, sonst würden die es nicht machen. Aber ob ihr es dann letztendlich kauft, liegt ja an euch. Fuck. Oh, hat mich das aufgeregt, dass ich da so doof gestorben bin. Aber der hat auch eine Pistole, ne? Der hat irgendwann eine Pistole gezogen. Ich dachte so, der will uns töten. Ah, alles leer. Warum ist das nicht die Stadt, wo wir auch waren, so? Irgendwie? Ich weiß es nicht. Sieht alles gleich aus hier. Mann! Wieso haben die Leute denn schon alles gelootet? Die Zombies rennen einfach nur so blöd rum. Hier gibt's noch nicht mal Zombie-Aggro oder so. Airdrop gibt Waffen. Wann ich denke, es wird kostenlos rauskommen, wenn es nicht mehr in der Alpha ist. Ich weiß nicht, ob es Full-Release sein muss, aber es darf auf jeden Fall nicht mehr in der Alpha sein. Und das kann noch ein Jahr dauern oder so. Geil, Essen. Nehmen wir direkt.
Ah ne, wir haben noch 92%. Das wäre jetzt Verschwendung gewesen. Das ist doof, dass die Zombies nichts machen. Das kann ich ja so schön in Ruhe looten, aber ich sag euch später, wenn die Zombies mal was machen, dann wird das, glaube ich, hart hier. Guck mal. Ich meine, überlegt mal, wie viele Loote hier sind. Der Drop ist einfach scheiße. Okay. Ich dachte, das wäre gelootet. Ne, ich meine, überlegt euch mal, wie viele Zombies hier sind. Also es sind ja Unmengen mehr als bei DayZ. Und wenn die alle einen angreifen, ich glaube schon, dass man dann auch in Schwierigkeiten kommt und sich eventuell... Jo, der steht mega doof im Weg. Ich glaube schon, dass man dann in Schwierigkeiten kommt und sich auch mit Leuten zusammentun muss, so. Boah, sind wir gut. Keine Chance hat der. Okay. Jetzt kommen wir wenigstens durch. Der hat die scheiß Tür blockiert. Auch nichts drin. In der Kasse? Ja, was soll man heutzutage noch mit Geld, ne? Zombie-Aggros kostet extra. Muss man kaufen. Das wird jetzt alles mit DLC gemacht. Kauft den DLC Zombie-Aggro, kauft den DLC Munition. Nein, ich glaube nicht, dass das so Pay-to-Win wird. Oder ich weiß es nicht, aber wenn sich Leute jetzt schon was kaufen... So, Leute verstecken immer Pistolen unterm Sofa. Sony-Fernseher kaputt. In welchem Land spielt das denn eigentlich hier? Amerika, dann würde man doch bestimmt in jeder Ecke eine Pistole finden oder so. Weil die Amis sind doch da verrückt. Search. Hauptsache so, 3000 Schubladen durchsucht in einer Sekunde und ein Auto nicht. Hier was drunter? Nein. Auch nichts drin? Search. Wie heißt das? Amore? Amor? Was ist das denn? Heißt das so? Noch nie gehört. Ich bin aber auch nicht so der Möbelkundige, muss ich sagen. Was so Haushalt angeht. Ey, da ist nochmal ein Auto, vielleicht. Wow. Scheiß Vogel. Hugin, wir verprügeln Hugin. Guck mal, wie er danced. Oh, du armer Rabe. Eigentlich Raben, mega cool. Ich liebe Raben. Ist das Muni? Oh Gott. 385er Rounds. 308 Rounds. Und ein Baseballschläger. Sehr schön. Welche Waffe nimmt denn sowas? Hunting Rifles. Okay, das bedeutet wahrscheinlich so One-Shotter sind das, ne? Hi. Hi. Wir gehen nochmal da hinten hin. Wenn wir da nicht irgendwas finden, dann weiß ich auch nicht. Alter, was ein Labyrinth hier mit den Zäunen. Ach du Scheiße. Hier finden wir locker was. Ich nehme mal den Baseballschläger raus, oder? Die Tür ist noch zu. Oh, die anderen Türen sind auf. Okay, ich habe nichts gesagt. Fernglas, mega gut. Mega gut, bestimmt. Das testen wir gleich mal aus. Guck mal, da ist ein T-Shirt. Kann man das nehmen? Navy T-Shirt. Warte mal, wir können ja hier was machen, ne? Schritt. Was bekommen wir dann? Bandages quasi. Und jetzt nehmen wir das Navy Shirt an. So. Ja, es liegt da immer noch, aber ich habe das an, ne? Jetzt ist es weg. Okay, läuft doch, läuft doch. Wir haben doch schon Muni. Einen Schläger. Bandagen. Hier ist jetzt bestimmt auch noch was drin. Irgendwas Gefährliches. Nicht. Auch nicht. Ah, scheiß. Also okay, wenn das wirklich der Loot Drop ist, generell, ist das nicht viel. Aber auch nicht schlecht, wenn das alles ein bisschen rarer ist, ne? Ich finde, dass die Leute sind heute so verzogen. Die wollen immer überall direkt alles finden, so. Hat eigentlich auch was, wenn man sich überlegt, dass man mal lange suchen muss, um was Gutes zu finden. Ich meine, in DayZ ist das mega einfach. Und wenn das dann mal länger dauert, hat eigentlich auch was Gutes. Guck mal, das sieht genau aus wie das blaue Medical Building fast in DayZ. Guck mal, die Raben, wie die da fliegen. Mega am Leggen. Also ja, vielleicht ist das sowas wie DayZ, aber Survival ist schwieriger als in DayZ. So würde ich das beurteilen. Warum dauert das hier so lange? Stofffetzen mit Sticks craften für einen Bogen. Aber Stofffetzen sind doch keine gute Bogensehne. Was soll das denn für ein scheiß Bogen sein? So, beim Ernst. Ich habe mal versucht, mit dem Stofffetzen zu schießen. Als Bogensehne. Hier hinter ist bestimmt eine geheime Wand. Hier im Trockner. Auch nicht. Ich höre Schritte.
Zombie-Schritte hört man doch irgendwie nicht. Anscheinend doch. Das sind Zombies. Warum hört man die denn manchmal nicht? Ich bin immer verwirrt, wenn ich Schritte höre. Ich denke immer, das ist ein Mensch. Oh, ein Grill. Warte mal. Use Barbecue. Ignite when contains wood or charcoal. Cool. Mit Kohle oder Holz können wir grillen hier. Warte mal, wie sieht es eigentlich mit Essen aus? Wir haben Essen. Wir warten noch, bis das irgendwie auf 50 ist. Sonst regeneriert dann 50, dann habe ich so viel verschwendet. Airplane Drops. Ja, da warten wir mal drauf auf Airplane Drops. Ey, Vanguard, wenn du etwas durchsuchst und wenn dein Inventar kommt, ist links oben ein Name von dem Teil, da ist ein Fall. Klick drauf und vielleicht kommt Blut. Echt? Muss man das noch draufklicken? Ich dachte eigentlich, das müsste so generell von alleine kommen. Ich probier's mal gleich, auf den Pfeil zu klicken. Mal gucken, ob dann was kommt. Wenn ja. Flugzeug. Wie kann man denn schon Flugzeug finden, so? Nur bezahlt. Wenn das was bringt mit dem X, dann haben wir ganz schön viel falsch gemacht die ganze Zeit. Hello? Hey, can you talk? I'm friendly, by the way. I'm just going to loot, okay? Der greift uns eh gleich an. Search. Ist halt ein PvP-Server, so wisst ihr? Deswegen habe ich da immer Bedenken jetzt gerade. Mehr als bei DayZ, weil hier weiß ich, dass die Leute PvP wollen. Ne. Hey, man. Man, you still here? Want to team up? Ich glaube, er will nicht. Ey, das mit dem Searchen ist aber auch manchmal ein bisschen verbuggt, ne? Manchmal dauert das lange. Oh, Scrap Metal. Nice. Das braucht man bestimmt, um irgendwas zu reparieren, was so metallisch ist oder so. Er hat den umgebracht. War das nicht nur ein Zombie? Ich dachte, der hätte einfach nur einen Zombie umgebracht. Okay. Schade. Der Typ möchte nicht unser Freund sein. Aber wir gucken, ob wir irgendwas finden, um nachher ein Auto zu starten. Das wäre ja auch ganz cool. Metal Bar. Warte mal, wir können ja mal hier Discovery Scrap Metal. It looks like you can discover a recipe. Nice. Döf. Nur wie? Aber finden wir schon raus. Kann man hier irgendwas looten? Ah ja, das geht. Hallo, gib mir nochmal. Jetzt geht's. Man muss irgendwie ein bisschen abwarten, oder? Das dauert ein bisschen, bis das kommt. Trinken wäre immer noch nice. Irgendwie ist Trinken sehr selten. Vengi drückt T. Ich bin auf dem Hardcore First Person Server. Hier gibt's kein Third Person. Falls du das meinst damit. Mit drückt T. Boah, ne Scheiße, die ganzen Zombie-Sounds, ne? Wenn die einen angreifen würden, ich glaube, das Spiel wäre richtig heftig. Ich glaube, ohne Witz, ich glaube, das Spiel könnte gut werden. Und ich glaube, das Spiel wäre jetzt auch schon nicht gerade schlecht, wenn die Zombies einen angreifen würden. Ich glaube, dann könnte man hier diese großen Städte auf jeden Fall meiden. Wahrscheinlich gibt es deshalb, wow, wahrscheinlich gibt es deshalb auch noch kein Loot, so, wisst ihr? Weil, was braucht der? Oh, eine Batterie wieder. Weil man zu leicht looten kann, so wenn die Zombies eigentlich angreifen, wisst ihr? Vielleicht haben die sich das dabei gedacht. Kann man auch nah an denen vorbeilaufen? Ja. Gib mir Essen and Trinken, please. Hier ist richtig viel zu looten eigentlich in so einer Stadt. Also bis auf das nicht spawnen. Theoretisch viel zu looten. Wie stark ist der? Hauptsache, die Zombies geben auch kein Aggro, wenn man auf die schlägt. So, das ist schon mal die Hauptsache. Ich habe das Gefühl, das Fadenkreuz zeigt nicht richtig an. Durability, nur noch 152. Ich sollte nicht mehr mit dem, Baseballschläger schlagen, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht viel. Wow. Oh, der greift mich an. Shit. Wie kommt das? Wieso habe ich auf einmal Aggro? Jetzt doch nicht mehr? Anders überlegt. Ich weiß nicht mehr, in welchen Häusern ich schon war.
Ich meine, die sehen alle gleich aus, ne? Aber kann auch sein, dass ich hier schon drin war. Das ist voll schwer. Ich habe keine Orientierung hier. Und ich brauche gleich wieder Wasser. Ja, es ist ermüdend, wenn man wenig findet. Das stimmt schon, das stimmt schon. Mehr finden ist auf jeden Fall immer cool so für, kann man hier was looten? Ist auf jeden Fall immer cool für, einfach, dass man sich gut fühlt, für die Spannung und so. Aber ich glaube, wenn man jetzt viel finden würde, würde das das Spiel einfach zu einfach machen, wisst ihr? Weil die Zombies einen ja nicht angreifen. Das heißt, man kann sich richtig schnell und in Ruhe aufluten. Das wäre ja auch nicht Sinn der Sache. Finde ich. Ey, ohne Scheiß. So. Ich glaube, ich durchsuche die Autos nicht mehr. Irgendwie ist das voll für ein Po. Aber ich wollte doch nicht mehr mein Dingens benutzen. Müssen wir dran denken, Leute. Erinnert mich dran. Ich will meinen Baseballschläger nicht mehr benutzen. Den brauche ich für böse Schurken. Der hat nämlich nur noch... Hey, warte. 52. Boah, wie viel Durability verliert der denn pro Schlag? Ich glaube, das ist viel. Also, ich gehe in eine andere Stadt. Hier ist nichts. Eine Autobatterie wäre so nice, ne? Da war ein Polizeiauto. Überlegt mal, mit dem Polizeiauto rumfahren. So. Sind hier auch wieder Easter Eggs? Hier nicht. Nope, hier nicht. Okay, wir gehen da hoch. Der Sonne entgegen. In den Osten. Die Zombies greifen... Warte mal, was stand da gerade? War da einer geschrieben? Keine Ahnung, warum. Ja, Erfolgserlebnis. Ja, das stimmt. Das motiviert zum Weitermachen. Ja, ist halt... das hält sich halt auf der Waage so, ne? Zu viel finden in diesem Zustand. Oh, da ist einer. Hey man, you wanna team up? Yeah, sure. Okay. Just don't attack me from behind. Or some shit. Nah, bro. I won't do anything stupid, don't worry. Okay. I'm just new to this game. Yeah, me too. It's my first time. I couldn't log in yesterday. Hey, what's up? How's it going? Don't worry, we won't attack you, man. Yeah. We are just also strangers. Oh, he wants to attack? No. I thought he wants to attack you. Is there a town? Is there a town up the road? Fine, yeah. He'll be right. I found a police car, but it needs a battery. So, if we find a battery... Yeah, you need to look in other vehicles. Yeah. You gotta find a battery in another car or something. I also heard an airplane. Do you know how you get an airplane? Yeah. You can actually purchase them and they drop good loot. You can purchase? I don't want to purchase some shit. Yeah, with in real life money, of course. Yeah. Oh, fuck. So it's like pay to win? Or what? Well, basically, I reckon it'll be like that. A bit like that, okay. Okay, let's hope it's just for the early access. Oh, there's another guy too, man. Yeah, I saw him. Hey, man. No one has loot. Yeah. No one I've found so far had loot. Good. I had an X earlier, but yeah. Lost it. No durability. I will search the other truck. Can you actually drive this? Hey, Midi, was geht? No. Hey, wir haben durchgemacht, Midi, von gestern Abend. Natürlich nicht. Is the loot kinda bugged? Loot is so rare. I don't come across a thing. I actually found a 308 rifle earlier, but someone ran me over in a police car. Oh, really? Shit. I have ammo for a hunting for a hunting rifle. I just need the rifle. Yeah, well, that's it. That's what I had, a 308 hunting rifle. Yeah, right. Yeah. 308. That's it. I got ammo for it. Damn, too bad I haven't met you earlier. Yeah, exactly. Hey, aber this container is in use. Ach so, da ist einer dran. Scheiße. Schlechter geht's nicht, ne? Do you wanna keep going straight or take a right?
Can you hear me now? Because I don't see my Yeah, man. I can hear you. Because I can't see my name on the left. Yeah, I don't know. I don't know the map. Do you know the map, actually? Nah, man. I don't know the map at all. Yeah, me too. Let's go to the right. Yeah, might as well go right. Oh, but it just leads back, right? Back down. I'm not sure. Oh, no. It goes left. Okay. Let's just try it. I have no idea. Yeah, might as well. Can you actually find a map or something? Because it's way too hard to navigate through this map because there are no like special towns or whatever signs. Haven't found signs. I think there's signs on the side of the road and that's about it. Yeah, right. Those little maps, right? Okay, don't really help much. Yeah, that's all. I don't think they have a proper map yet. Okay. Well, there's something near the road, on the right. Jo, Leute, ich hoffe, ihr versteht alle gut Englisch, ey. Aber bei Online-Spielen sollte man das immer können. What's that? Oh, is there like a trailer park here? Ah, caravans, yeah. Nice, maybe we find something good. Weiß ich? Yeah, maybe. Yeah, it's just a trailer park. I bet we will just find, I know, used condoms and rotten horse or some shit. Shit like that. Yeah. Oh, there's blood actually here. Is this? Oh no, leaves. They are leaves. Never mind. Oh, there's actually a few cars here too, though. Yay! Some people had fun before the apocalypse. Oh, here's a drivable car too. Yeah, what does it need? A battery, I bet. Needs basically everything. Ah, holy shit. Okay, let's loot this. Just let's not betray each other, okay? Even though it's a PvP, yeah, so. Yeah, you're right, man. I won't do it. What is here? Do you know where you can find clean water? Because I could really need a drink, but I don't know where to find clean water. You have to just drink dirty water until you can make a fire. When you can make a fire, you can use a water bottle and make it purified water. Okay, but doesn't it make you sick, or is there just a slim chance? If you get these berries, they hydrate you as well as your hunger. Oh, berries hydrate you? Okay, cool. How much? You just press E on them. I know. There you go. How much do they hydrate you? Like a couple. Okay, nice to know. Okay, der Typ hat mir gerade gesagt, wenn man Beeren isst, kriegt man auch Wasser. Ich hab's mir auch fast schon gedacht, aber wir gucken mal, wie viel. Ohne Scheiß. Ey, Sträucher looten, ne? Ich weiß nicht warum. Aber Sträucher looten gibt mir mega den FPS-Drop. Von über 60 geht das auf einmal so runter auf 40, nur weil ich loote. So, warte, wir gucken mal, wie viel Wasser hochgeht. 2% pro. Wie viel habe ich jetzt gegessen? 2% pro Beere. Kann man nicht Eat All machen? Ich weiß es nicht. Geht das vielleicht schneller? Ey, Hauptsache, ohne Scheiß, Hauptsache Wasser. Ich loote die ganzen Bären. Bären sind ja richtig gut dann. Yeah, maybe. Hey, dude, do you know, is there a way to eat all the berries at once? I'm not sure. I haven't really tried it yet. Okay, probably not, I bet. Oh, there's a guy coming in. Is that the guy from earlier? Hey, man. How's it going? Wurde schon tausendmal in Chat geschrieben, ja. Sorry, Miss Antonov, ich muss mich so ein bisschen auf das Spiel konzentrieren, weil das so neu ist für mich. Aber ja, danke dafür. Kann man das alles nicht... Nee, so kann man das nicht essen. Wenn wir einfach draufklicken die ganze Zeit? Geht auch nicht. Yeah, of course. I was just eating some berries. Yeah, no worries. At least they hydrate you without a risk, right? Of getting sick. Yeah, well, I guess so. 2% per berry. Not much, but hey. Yeah, it's better than nothing. There's more berries up there anyway. There's heaps of them there. Yeah, there's so many. Come from? How far did you guys come from over there?
The way I'm pointing now, we're looking at, that's where we came from. We went across a little bridge and it led us down to the caravan park here. Have you seen a big lake? No, not from memory. I don't remember a big lake, no. Nah. Yo, I'm like 90% sure the lake is this way. Okay, but why do you look for a lake? I mean, do you need water or what? Whatever. Where are you leading us, by the way? Or are we just running? Just to a town. I'm talking about the Cherry Town. Cherry Town? Yo, what's a Cherry Town? I'm not a native speaker, man. Oh, is that a house over there? Near the power lines? In between the bushes? Yo, what was that? Were you jumping? I just heard some moaning. Ich hab irgendwie so ein gehört. I think it was a wolf or something. No, it sounded like someone was thrown up or so. Well, never mind. Never mind. Yeah. Sounded weird. Keep an eye on your health just in case some berries are poisonous or something. Yeah, let's hope not, man. I ate a lot of them. Ey, das ist cool. What's that, mate? Ne, ich zock kein Desi. Ich mach auch nicht, also ich mach jetzt ein bisschen H1Z1, weil ich wollte einfach reinsehen. No. Und ich wollte ein Part haben für YouTube. Ich muss gleich zur Uni nochmal, deswegen... Kann ich leider nicht viel machen, aber so zum Reinsehen ist das ganz cool. Ich weiß auch nicht direkt, was ich davon halten soll. Ich mache mir noch nicht direkt eine Meinung darüber, weil das ist zu früh. Das ist zu früh. Aber wir sind auf dem PvP-Server und trotzdem sind die Leute nett. Wisst ihr warum? Weil man nicht wirklich was findet. Das ist der Unterschied zu DayZ. Man will irgendwie doch zusammen sein, weil man einfach nur doofe Sachen lootet. Und das ist alleine voll langweilig. Also irgendwie ist das cool. Wait, you actually paid for an airdrop? Have you got an airdrop? What? No, I just... Okay, so there's a town up here anyway. No, I thought I understood that he was buying an airdrop or some shit. I don't know. It's what I understood. I wonder how much they are. Probably empty. Da ist alles leer, wette ich. Wette ich. Yeah, probably. Man findet wirklich wenig Loot. Ich hatte gestern schon eine Sniper-Rifle und Polizeiauto. Echt, boah, fett. Hätte ich auch gern gehabt. Aber ich kam ja gestern nicht rein. Mega kacke. Boah, hat mich das aufgeregt gestern. Also zum Release-Tag war das so mega überlaufen. Okay, Nasty Knight and Roddy, I just, I will remember your names. Do you want to split up and then maybe later meet again in this town somewhere? Yeah, sure, man. Just keep an eye out for the names, remember the name. Yeah. Nasty Knight and Goron. Goron, ach so, Goron, mein... Ich dachte schon, was meint der mit Goron? Okay. Ein bisschen aufgeteilt. Dann kann ich noch mal ein bisschen... Für mich kommentieren. Drück F6 zum Twerken, Vanguard. Aber ich hab mir geguckt, dort drin war. Ich weiß, man kann so mit verschiedenen F-Tasten auch so. You have no space for that. Man kann auch Mittelfinger, also sowas zeigen, ne? Das weiß ich wohl auch. Aber man kann ja direkt essen. Wie viel geben Tomaten? Man isst die auf jeden Fall voll lange. Das heißt, man kriegt mehr. 30%. Naja, ich hatte schon was mit 40. Trotzdem nice. Boah, hier ist viel zu durchsuchen, aber wenn man nicht... Und scheiße, lohnt sich das überhaupt, das zu durchsuchen? Man findet die... Ey, man findet ja gar nichts. Ich meine, okay, hier sind auch nur Akten. Was soll ich hier finden? Wahrscheinlich verpasse ich gerade eine Sniper-Rifle, die da irgendwo in so einem Aktenordner ist. Auf Toiletten findet man immer was, bei allen Spielen. Nein, hier nicht. Normalerweise Zombie-Spiele haben doch immer auf dem Klo Waffen. Welche Häuser sind denn am besten für Waffen so eigentlich? Theoretisch müssten das normale Häuser sein, oder?
Die haben alle die Pistolen. Kann ich hiermit fahren? Ne, ist wrecked. Ich hab's noch nicht rauszusehen, ob man damit fahren kann oder nicht. Der will nicht. Das sind wahrscheinlich diese bollerigen Autos mit einer schöneren Farbe, die man fahren kann, ne? Zum Beispiel sowas. Ne, das kann man auch nicht fahren. Die waren kleiner. Ich guck mal in die Häuser an. Immer eine Dose Ravioli im Aktenschrank. Hey, ich habe einen Professor, der hat das wirklich. Der hat richtig viel, der hat ein Büro und da ist überall Essen. In den ganzen Regalen. Search all Cabinets. Das will ich sehen. Ein All. Einfach eine Meldung, dass man irgendwie alles macht. Das ist so schön. Aber nur eine Empty Bottle, die nehme ich nicht mit. Ich würde mir überlegen, ob ich überhaupt die Empty Bottle mitnehmen soll, weil man kann ja echt durch Beeren dann trinken kriegen, ne? Bevor ich krank werde. Was ist denn hier? Ah, hier war nur ein Büro. Eine Mütze. Green and Yellow Cap. Schade, dass wir nicht sehen, wie das aussieht auf dem First-Person-Server. Und hier. Ne, ey, man findet in den Schränken gar nichts. Oh mein Gott, ey. Ich glaube, ich durchsuche Schränke gar nicht mehr. Ich gucke nur noch, ob irgendwo was liegt. Nur, was man sieht. Was ist hier? Oh, eine Axt. Ich nehme die Wooden Axe, weil, ja, meine Waffe ist gleich weg. Warte mal, weg. Wood Axe. Ja, die hat mehr Durability. Die ist vielleicht nicht so stark. Ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Schaden, mit dem Schaden ist. Aber, Durability geht, glaube ich, vor. Nicht, dass wir nachher wieder irgendwo im Kampf sind und plötzlich nicht mehr schlagen können, weil die Waffe kaputt ist, so. Ja, eine Stunde Wartezeit. Ich würde euch empfehlen, auf einen mid-populated Server zu gehen. Die EU-Server sind im Moment alle voll. Geht einfach auf einen US-Server. Ist nicht schlimm, weil der Ping hier ist auch nicht schlecht. Und das Spiel ist gar nicht so, also der Ping ist gar nicht so wichtig in dem Spiel, glaube ich. Zumindest war das für mich bisher so. Ich weiß ja gar nicht, was man für einen Ping hat. Es gibt auch, ich weiß nicht, ob man eine Playerliste sieht oder so. Guck mal, wie schön das hier ist. Es war bestimmt mal eine schöne Stadt vor der Apokalypse. Search all cabinets. Oh, wow. Medizin. Auf jeden Fall. Ich glaube, Medizin ist super wichtig, oder? Auch wenn man jetzt nicht so direkt eine Erkältung kriegt. Warte mal. Ich bin mega hier lang. Boah, es ist dunkel. So gehen wir hier raus. Nimm die Axt in die Hand. So, Nasty und Roddy. Hier sind unsere Freunde. Das habe ich nicht vergessen. Wo kriegt man Waffen? In diesem Drecksladen hier. Ich bräuchte ein Haus von so einem Jäger oder irgendwie so eine Jagdbude. Weil ich habe Hunting Rifle Muni. Wrecked Van. Warum sind überhaupt alle Vans kaputt? Auch die so in der Garage stehen, so. What? Ich meine, hat er den kaputt gemacht und ist dann noch mit in die Garage gefahren, oder? Das macht ja gar keinen Sinn. Oh, Knife? Ist das gut? Combat Knife. This can be used as a weapon or to harvest meat. Boah, ich glaube, ein Combat Knife ist super stark, oder? Ich bleibe aber trotzdem bei der Axt. Mit einer Axt kriegt man eigentlich mehr Schwung. Aber mit Messer kommt man so ratsch, ratsch. Ich glaube, das ist schneller. Vielleicht ist das Messer gut. Wir testen das irgendwann mal aus. Irgendwann. Wird der Charakter pro Server gespeichert? Wie ist das mit den Hives? Hey, Cloud. Wie ist das mit den Hives hier? Hat man überall einen Charakter? Wer kann mir das beantworten im Chat? Was ist denn hier? Machete? Jo, warte mal. Packet of Sugar. Proximity Container Items. Wo sind denn die? Proximity heißt ja, aber das müsste in der Umgebung sein, ne? Hier, Pack of Sugar. Nehmen wir mal mit. Damit können wir bestimmt irgendwas craften. Sugar. Blackberry. Nein. Sugar Medizin. Nein. Blackberry. Ne, das hatten wir schon. Schade. Ich hätte mir das vorstellen können. We have no space for that. Aber wir haben schon 4 Bandagen. Ich hätte mir das vorstellen können, dass man damit irgendwas machen kann. So Zuckermedizin. Irgendwas Komisches, was gut schmeckt. Eine sehr heilende Medizin.
Wie lange dauert ein Tag-Nacht-Zyklus? Bis es hell, Nacht und wieder hell wird. Ich schätze mal eine Stunde ungefähr jetzt. So wie ich das hier sehe. Aber muss nicht unbedingt stimmen. Yo. Wie ist die... Man sieht die Durability nicht, ne? 900. 930. Ne, der hat die gar nicht genommen. Ach, ist egal. 930 ist schon gut. Das behalte ich erstmal. T-Shirts. Ich suche nur noch Sachen, die wirklich so oben liegen, die man direkt erkennt. Yo, ich komme hier nicht mehr durch. What the fuck? Zuckermehl, Ei und Schokolade, Schokokekse. Aber nicht in dem Spiel, oder? Oder? Wäre eigentlich ganz cool, wenn man auch mal einfach sowas machen kann. So Herzkekse backen und dann den Leuten so Herzplätzchen geben. Ich will immer durchsearchen, ne? Aber ich gebe die Hoffnung auf, einfach, dass man da was Gutes findet. Seht ihr? So, brauche ich Essen? Wir essen mal unsere Blackberries erstmal. Wir brauchen noch ein bisschen Essen, Trinken. Außerdem haben wir da ein bisschen Platz. Ich finde das gut, dass wir quasi die Blackberries in ein T-Shirt tragen. Mit den ganzen Sachen. Aber egal. Hunting Rifle, Hunting Rifle. Wo bist du? Sollen wir mal die Riesenhochhäuser checken? Der Mond ist ja cool. Voll nah. Ist das so an dem Teil der Erde hier? Ach, scheiß auf den Van, ohne Witz. Ich guck mal hier. Hier sieht's aus, als ob man Waffen findet. Das sieht so aus, als hätten sich Leute, die am Anfang der Apokalypse standen, noch versteckt hier drin. Hätten so... Ich höre was. Hello? Oh, da sind Leute drin. Man kann... Das ist doof, man... Hello? I'm friendly and I'm coming up. Is that okay? Do you want me to come up? Hello? Guys? Hey, ich glaube, die haben irgendwas Mist am Stecken oder so. Ich gehe da nicht hin zu denen. Die sind böse. Ich frag die, was abgeht und die antworten gar nicht so richtig mega unhöflich einfach. Aber das ist ja doof, ne? Dass man dann auch noch direkt die Namen hat von den Leuten, die reden. Nur weil die in der Nähe sind, so. Hey, ich hau ab. Vielleicht haben die eine Waffe. Habe ich keine Lust drauf. Rein optisch frischer und so interessanter als der Sieg. Ich finde auch, rein optisch hat das was. Das sieht nicht schlecht aus. Und ich finde auch, dass... Es hat so eine gewisse Atmosphäre, finde ich so. Dadurch, dass das halt auch recht dunkel ist irgendwie. Meist. Also ich weiß nicht, wenn sich die Leute über Grafik beschweren. Ich tue das nicht. Ich finde die Grafik nicht schlecht. Und ich finde auch die Atmosphäre von der Grafik so ganz gut. Wie ist das Game? Ich kann noch nicht wirklich viel sagen. Ich habe noch nicht viel gezockt. Ich finde es recht interessant, auch wenn man sehr, sehr wenig Loot findet. So. Finde ich das trotz allem irgendwie interessant. Aber wir haben hier wirklich nichts. Ey, eine Waffe wäre halt der Hit. Aber ich weiß noch nicht, in welchen Gebäuden man wirklich Waffen findet. Hey! Dude, don't... Roddy, it's me, it's me. Oh. I know, it's you, man. I know it's you. Oh, you were fucking running at me with an axe. I was kind of scared. Hey, I met two guys. Hey, I met two guys earlier in the... Yeah, you met two guys. Yeah, but now they didn't talk to me. I tried to talk to them, but they didn't answer. They are down the road in one of the big buildings. I just saw another guy as well. Okay. Well, you look fucking insane with your ex out, you know? You really look like a psychopath. What a scheiß. Is that better? Hey, how did you do that? V, right? Press V. Ah, yeah, it just takes a bit. Okay. Well, never mind. Yeah. Okay. Have you found anything interesting? No, just this axe and some ammo for an AR-15. Holy shit. I swear to God, I haven't found anything. Just antibiotics or some shit, but just one pill and one pack of sugar. That's
literally everything I found so far. Der Typ hat mich schon ein bisschen Angst gemacht, dann ist er wirklich aus dem Psychopath. Wie er da so mit der Axt angerannt kam, so, ne? Oh, I just found a gun. I found a gun. Oh, what gun? Do you need my ammo? Essen. Essen, Essen. It's the M19 pistol. Ah, yeah, I had that before. Hey, do you know if it is a combat knife better than the axe? I'm not entirely sure, man. Warte mal, wenn wir das in die Hand nehmen, ne? Ah, jetzt, ey, ohne Scheiß. Wir können die Binoculars kurz wegnehmen. Wir essen das. Dann können wir die ja wieder nehmen. Spricht ja nichts gegen, ne? Schade, dass das nicht auch ein bisschen, Dingens gibt. So ein bisschen Wasser so essen. Wisst ihr? So ein kleines bisschen wenigstens. Naja. Hey, you wanna go try to get the other guys? The two guys in the building? What do you mean? Oh, I can hear a zombie attacking somewhere. Yeah, yeah. Zombies are always bitching and moaning. Nice! Hey, you wanna try get the other guys? The two guys I met earlier? I mean, they didn't talk to me. If we can find them. Yeah. I can show you where I last saw them. Because you know what was shitty? I didn't even saw them, but I saw their names when they were talking. Even though I couldn't really hear them or see them, I could see their names. Ich probier's. Yeah, I would just go and try. Ich probier's, den mal zu holen oder so. Heinz 1? Nein, H1Z1 ging gestern nicht. Ich konnte mich nicht einloggen. Deswegen mache ich das heute. Aber ich mache jetzt gleich auch Schluss. Deshalb versuche ich mir jetzt, die Leute zu holen, wenn die denn noch da sind. Ich habe ja auch ein Combat Knife. Wir können wechseln, wenn eins kaputt ist. Combat Knife hat 400. Warum ist das rot so? Hallo? Deine Machete, die ist gut. Yo, how do I do that? Yeah, nice. Dude, do you want some of my stuff? Can you tell me which weapon is better? Is the axe better or the combat knife? Which weapon is the better one? Do you know that? Extreme Ernst. Yo, why don't you talk? Oh Mann, ey, ich hasse Leute, die bei solchen Spielen kein Mikro haben. Ohne Witz. Mittlere Maustaste. Sollen wir uns an den Rand schleichen und versuchen, den zu killen? Wie er mich anguckt, der Typ, so. Ey, lass uns mal verstecken. Wir können, wenn er kommt, so tun, als ob wir was durchsuchen. Und Scheiße, der will uns doch angreifen, oder was? Nee, will er doch nicht. Wow. What's up, man? Why are you chasing me? Stop it. Stop right there, criminal scum. Dude. Wie er wegspringt so. Yo. You're kinda fast. And good at moving. But still, man. Still. Fight me. You can have all my gear if you want. You can have all my gear if you kill me, man. Come on, don't run away. Don't run away. This is a PvP server, man. Go on a PvE server if you don't want to fight. Come, dude. Come on, dude. Please. Please fight me. Please fight me. Der wird langsamer als wir. Fuck.
Dude, come on. Fight me. Fight me, man. Come on. You can win. I swear to God, I have almost no... I have almost no health, man. I was attacked before. You can kill me. Extrem ernst. Er ist deutsch, ne? Hello. Hey, wie geht's? Willst du mich nicht töten? Ich hab ganz viel für dich. Yo, dude. Keep fucking... Stop moving. Bleib stehen. Bleib stehen, Mann. Bleib stehen. Bleib stehen. Psst. Bleib stehen. Ey, wie kriegt man Leute, die rennen? Wie kriegt man Leute, die rennen? Vielleicht hiermit. Vielleicht hiermit. Oh, das ist, glaube ich, besser. Ja. Ja. Warte mal ab. Warte mal ab. Damit sticht er nach vorne. Vielleicht ist das besser, wenn man näher dran ist. Oh, Mann. Der hat eine Machete eigentlich, ne? Der hat die viel bessere und längere Waffe, so. Oh, mein Gott. Ist das doof. Yeah, I'm chasing him. Get his ass then. Yeah, I'm trying. I'm trying, he's so fast. Wow, it's so hard hitting someone when he's just running away, man. What the fuck? Yo, extreme ernst. Come on. I saw that Zachary guy run away. Don't be that guy, extreme ernst. Just fight. Fight, man. Blood to the blood god. He's just fucking running away. We can't even do anything. No, he's trying to do like some cavalry strafe shit. You watch, he's gonna turn around any second. Yeah, but he's doing that all the time. Hey, yo, guys, he's gonna get fucked because look at that. He's running straight into a house. I'll go right, you go left. Okay. He can't turn. But dude, you have more stamina than us. We're running for a few minutes now. You should get him in any minute because his stamina should be low. Holy shit, you were like right in front of me? Why couldn't I hit you, man? Jetzt. Just get a little closer. A little closer. Stop resisting. Yeah. Dude, lay on the ground. We're friendly. You can lay on the ground and everything will be fine. Just lay down. Just lay down. See, it's raining because you suck now. It's raining because you suck. Mal wie er die ganze Zeit wegrennt. Oh, das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Wie kann der so die ganze Zeit nur wegrennen? Das ist ja mega doof, das Spiel so, weißt du? Wenn man einfach wegrennen kann. Scheiße. Oh, ist das doof. I don't know. I haven't... Oh, you mean him, okay. I didn't see anyone with a gun. Blood for the blood god! Oh, ey, guck mal, ich bin einfach viel langsamer als die, weil meine Ausdauer ist schon runter. Wie kann der Typ so eine Ausdauer haben? Mal im Ernst, der rennt genauso lang wie ich, ist aber schneller. Oh, wenn man jetzt eine Pistole hätte, ne? Oder so ein Bogen einfach. Yo, this can take like forever. Scheiße. Mann, Arcade Action. Yo, ich glaube, das macht keinen Sinn. Ja, like yeah, dude, he's a coward. He won't fight us. I think, Fuck, man. I wish I... Oh, there's a buddy. There's his buddy right there. Ah, nice. Nice. Okay, time to shine. Hello. You need to stop. Stop resisting. Lay down. You're being detained. You're being detained. Come on, Zachary. He has a fucking bow. Drop that bow. Drop that bow and we will be friends. Dude, I can't understand you. Just drop your bow. Knife him. I can't. He's too far away. He's fucking... My knife is too short. Oh, man. Just fight me, man. Are you fucking insane? Fight us! You fucking won't. Everything is just running.
Everyone is just running away like cowards. Chaos-Gott-Fan. Das sagt er die ganze Zeit. Ich verstehe das nämlich nicht. Ich wusste nämlich nicht, was der sagt. Okay, Dude. Dude. Hey. Hey, nasty man. Nasty. Nasty. Dude. Nate. Nate. Er hört nicht, er soll mich töten. Kill me, man. Kill me, man. I don't wanna live. Too many cowards in... Oh my god, why not? Okay, if you don't want to kill me, I will leave. Everyone is just a fucking coward on this fucking island. Oh, look at this. I thought we had a brother chasing that guy. He's back. Just don't hit you. Let's just don't hit us. Got him. Yeah, you what, mate? You what, mate? Yeah, get wrecked, bitch. Okay, ich muss mich... Yo, how do I use bandages? How do I use bandages, man? Antibiotics. Die nehmen wir mit. Machete. Wie nehme ich Bandagen? Warte mal. In die Hand nehmen? Oder so? Yeah. Hey, you can catch rain? Dude, how do I use bandages, man? How do I use rags? Oh, there's another guy. There's a guy! Dude, he's shooting at us with a bow. There, right there. He's aiming his bow at us. Yeah, aim, you little bitch. Aim. Oh, that shot, man. It landed fucking 6 feet in front of me. Yeah, man. Nice. Come on, Snackery. Come back here, Snackery. We want to snack you. Are you a little delicious snack, Snackery? Snackery? Snackery, your friend is dead, man. You should start fighting. Because your friend is dead and you will be dead soon. You will also be dead. I got you, bitch! 2 times! You will be dead soon. You will be dead soon. Why you running, Snackery? Just embrace him. I hit him like 5 times! Oh, he's fucked. Yeah, I hit him 5 times. He can't be too good now. Yo, the fuck? Is he running over the water? He's fucking... Dude, you will die, man. You will die. My hydration is low, aber ist mir egal, ob ich sterbe. Läuft man schneller mit der Faust? Vielleicht? Wir nähern uns aus dem Winkel. Guck mal, wie das geht, wenn man schräg läuft. Geht das? Fuck! Ich war so kurz davor. Ich war so kurz davor, ihn zu kriegen. That's right. Stop right there, criminal scum. Yo, I hit him 5 times. I hit him like 6 times, man. How can he not be dead? Why are you running, Snackery? Why are you running? That's right, Snackery. Snackery, explain yourself. Snackery! Yo, Snackery! Come on! Use your bow again. You are very good with the bow. Fucking hell, ich war so nah dran! Oh, ich krieg die Krise. Mein Leben, meine Leben! Meine Leben gehen runter! Meine Leben gehen runter! No! Scheiße. Dude, I'm also almost dead. I'm bleeding and my hydration is low. Lololol, get fucked. Fucking Zachary, shut up and fight us, man. You're just running away. What kind of a coward are you? I bet your whole family died because you're such a pussy.
I bet you throw your wife and your daughter in front of the zombies just so you can get away, right? Right? Fucking coward, Zachary. Zenakery? Tell me about your coward life. Tell me about how you were a coward. Yo, this shit again? Really? Ey, wir machen wieder den Trick mit dem Schreck. Ah, yes! Yes! Bitch! Yo, man! So, wie nehme ich jetzt hier? Wie nehme ich das? Holy fuck, man. That was a journey. Yeah, it was, but we defeated the bad guy. Hey, dude, how do I use the bandages now? I'm really kind of fucked. Right-click it, dude. Right-click it. It says only drop. Can't move after. It says only drop and delete. Yeah. Ah, hier unpack. Bundle of. Wo sind denn die? Oh. You gotta unpack it, man, and then use the gauze. It don't work. It's all gone. I'm dead, man. I'm dead. I'm so sorry. I'm dead. My journey ends here. Hier ist doch, Es geht nicht. Es geht nicht. Can I bandage you? Heal, gauze. It worked. But still, I'm dehydrated, man. I'm dehydrated. Yeah, I am too. I'm fucking thirsty. Nochmal benutzen. How can we not just drink this? This water radio, man. I know. I have no idea what the... Oh, this is so... It'll give me the shits, but it doesn't make sense. That tube is cool. It doesn't even make sense. Oh my god. Okay. Nah, dude. I will leave this shit all over place. I have to leave it, man. But I wish you just the best, my friend. Maybe we'll see each other again. Yeah, you can add me on Steam. My Steam is Meat Commander. Okay. I would do it. Have fun, man. Have fun. Goodbye.